herrliche Feigen, saftige Melonen. Kauft frische Früchte. Ich empfehle. Mein Krug ist voll. Jeden Tag dasselbe Geschrei. Ist wilder als ein Junge. Verschiedene Früchte. Na, und ich bin schneller. Bramble! Bramble! Komm her zu mir! Ja, aber wir müssen auf der Hut sein. Bisher ist noch kein Schaf verloren gegangen. Nein, glücklicherweise nicht. Ich rate euch, gebt Acht. Hier in der Gegend sind Wölfe unterwegs. Was glaubt ihr wohl, woher ich das habe? Joel? Joel! Wo bist du? Antworte doch. Hat ihn denn keiner von euch gesehen? Joel! Ich suche nach meinem Sohn, Joel. Er ist etwa so groß und sein Haar glänzt wie schwarze Oliven. Großvater hat gesagt, eines Tages, glaub mir, gehorchst du mir aufs Wort. Dann werde ich ein richtiger Schafhirte sein. Au! Oh. Du willst lieber mit mir spielen, hab ich recht? Gut, mach mir alles nach. Du bist dran, du musst drei große Sprünge machen. Bramble. Vater, wir müssen etwas unternehmen, um die Herde zu schützen. Schon heute Nacht brauchen wir jeden, der abkömmlich ist. Vielleicht sogar Joel. Es ist nicht nur die Herde, um die ich mir Sorgen mache, Benjamin. Diese Bestien würden nicht nur ohne zu zögern ein Tier angreifen, sondern auch ein Kind. Sarah? Ja? Hast du deinen Bruder gesehen? Nein. Ich suche ihn und du bleibst hier bei deinem Vater. Ich will nicht auch noch nach dir suchen müssen. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Na los, spring mir hinterher und dann dreh dich dreimal im Kreis. Hey, nicht so wild. Hat doch Spaß gemacht, oder? Wir haben uns viel zu weit entfernt. Schnell, wir müssen zurück. Mutter wird sich schon Sorgen um uns machen. Es reicht, lass das. Wir haben keine Zeit mehr zum Spielen. Kannst du nicht hören? Komm her. Ich hab gesagt, komm sofort zurück. Oh nein, Bramble. Schluss mit dem Unsinn. So, das ist ja erstaunlich. Heute steckt der Wolf nicht im Schafspelz, sondern meine Enkeltochter steckt im Wolfspelz. Sarah! Oh. Joel, du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Das sah wirklich blöd aus. Wie schnell er da oben war. Hören wir lieber auf, ihn zu ärgern. Komm endlich runter. Nein, ich werde für immer hier oben bleiben. Na, irgendwann wird dich aber fürchterlich der Hunger plagen. Mal abgesehen von Kälte und Müdigkeit. Das ist mir egal. Ich hätte wissen müssen, dass Sarah dahinter steckt. Immer macht sie sich über mich lustig. Aber wenn ich erst mal groß und stark bin, kann sie mir nicht mehr so leicht einen Schrecken einjagen. Ah, ich verstehe. Größe und Stärke bewahren dich aber auf Dauer nicht vor der Furcht, kleiner Mann. Du musst nur fest daran glauben, dass Gott immer bei dir ist. Sein Beistand gibt dir Mut und du musst dich vor nichts mehr fürchten, egal wie groß oder klein du gerade bist. Das begreife ich nicht, Großvater. Wie kann Gott mir beistehen und gleichzeitig auch allen anderen? Das ist vergleichbar mit Schafen einer großen Herde, Joel. Genauso wie wir als Hirten unsere Schafe hüten, behütet Gott uns als unser Hirte. Gott hat prophezeit, dass er uns den Messias schickt, der uns leiten wird. Mein ganzes Leben lang warte ich schon darauf. Und ich bin fest überzeugt, dass es bald soweit sein wird. Er wird kommen.
Du redest doch nicht etwa schon wieder vom Messias, Vater. Unsere Welt besteht nicht aus Wundern. Nur durch harte Arbeit wird Joel seine Furcht besiegen und nicht durch Verheißungen der Schrift. Harte Arbeit? Heißt das mit uns auf den Weiden? Ja, und er fängt heute schon an. Um die Wölfe abzuwehren, brauchen wir jeden Helfer. Das ist ungerecht. Ich kann nämlich sehr gut Schafe hüten, aber ihr lasst mich ja nicht. Den Wölfen würde ich schon zeigen, was es heißt, meine Schafe anzugreifen. Es reicht, Sarah. Du hast genug damit zu tun, mir bei der Hausarbeit zu helfen. Und zuerst wirst du mir behilflich sein, die Wasserkrüge zu tragen. Immer ich. Oh, na du, vielen Dank, Sarah. Hey, was soll das? Pass doch auf! Sarah, wir haben kaum genug zu essen im Haus, also geh sorgsam damit um, auch wenn du wütend bist. Es tut mir leid, Vater. Setz dich ordentlich hin, hör auf uns zu ärgern und sei lieb. Das ist heute ein besonderes Abendessen. Wirklich? Ja, dein letztes Essen als kleiner Junge. Bald wirst du ein Schafhirte sein. Was? Ist das wahr, Vater? Das werden wir erst mal sehen. Aber hier in der Gegend wurden Wölfe gesichtet. Und dabei handelt es sich um richtige Wölfe, Joel. Weißt du, vielleicht bleibe ich doch lieber zu Hause und passe auf Mutter und Sarah auf. Wieso darf Joel mit euch mit? Er ist noch ein Baby. Bin ich nicht. Bist du doch. Oh, gar nicht wahr. Bitte, Kinder, hört auf. Glaubt fest an Gottes Versprechen, uns immer beizustehen. Dann gibt es keinen Grund, ängstlich zu sein. Ja, Großvater, wie konnte ich das vergessen? Mein ganzes Leben lang muss ich mir das schon anhören, aber geändert hat sich nichts für mich. Mein Sohn, ich bin fest davon überzeugt, dass... Hör bitte damit auf, Vater. Verlass dich nie auf irgendwelche Versprechen, Joel, sondern nur auf dich selbst. So einfach ist das nun mal. Sei nicht so albern, Bramble. Wir beide müssen hier draußen sehr vorsichtig sein. Ich passe auf dich auf. Vertrau mir. Ich traue meinen Augen nicht. Noch nie habe ich einen Schafhirten mit seiner Herde auf einem Baum gesehen. Hallo, Großvater. Komm doch mal runter, Joel. Ich habe etwas für dich. Was denn? Noch mehr Geschichten? Der hat mir gehört, früher, als ich ein Junge war. Oh, so einen schönen Hirtenstab habe ich ja noch nie gesehen. Den habe ich nicht verdient. Geschenke verdient man sich nicht, Joel. Ich möchte, dass du ihn behältst. Ich finde das ungerecht. Ich habe noch etwas für dich. Worte aus der Heiligen Schrift. Darin ist beschrieben, wie der Messias uns beistehen wird. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Aber Großvater, wie kann ich an jemanden glauben, den ich nicht sehen kann? Der Glaube an Gott ist etwas so Wunderbares, mein Kleiner. Das Richtige fürs Leben. Und eines Tages wird dein Glaube an ihn genauso stark sein wie meiner. Hoffentlich, Großvater. Ich wünsche es mir wirklich. Vater! Joel! Wir müssen aufbrechen! Alles klar, mein kleiner Hirte? Alles klar. Was ist? Soll ich etwa die Herde allein auf die Weide treiben? Nein, nein, wir kommen schon. Schon so weit gelaufen, Bramble. Ich habe überhaupt keine Angst. Und du? Ich fürchte mich nicht, weil Gott mich behütet, weißt du? Und ich behüte dich, Bramble. Also brauchst du dich auch nicht zu fürchten. Wir können uns noch nicht ausruhen. Steh auf, oder ich muss den Stab... Oh nein, ich habe Großvaters Hirtenstab am Baum liegen lassen. Auch das noch. Sie warten nicht auf uns. Ich weiß was. Dann werde ich mich gleich wieder besser fühlen. Na, 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 Joel, hör auf, seinen Lärm zu machen. Du erschreckst die Schafe. Los, vorwärts, bewegt euch. Na, macht schon.
Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Los, vorwärts, beweg dich. Na, mach schon. Sollen wir den ganzen Tag auf dich warten? Oh, Mann. Hey, wo willst du denn hin? Wir müssen doch da lang gehen, Bramble. Bramble, es tut mir leid. Oh nein, aus mir wird wohl nie ein guter Schafhirte. Warte, komm zurück, Bramble. Ich hab's nicht so gemeint. Du bist ja wirklich noch ein Baby. Wenn ich ein echter Wolf gewesen wäre, dann wärst du jetzt schon tot. Wölfe sind gefährlich und darum ernst zu nehmen, Sarah. Wir danken Gott dafür, dass du kein richtiger Wolf gewesen bist. Großvater, Mutter hat mich nach Joel geschickt. So, so, was du nicht sagst. Ja. Joel hat seinen Stab vergessen. Ich glaube kaum, dass dich deine Mutter kurz vor Einbruch der Dunkelheit noch alleine rausschickt, Sarah. Besonders, weil Wölfe die Gegend unsicher machen. Naja, sie... Das bedeutet, du wirst heute Nacht wohl hier bei uns bleiben müssen. Oh, deine Mutter wird zwar vor Sorge die ganze Nacht nicht schlafen können, aber es ist bereits zu spät, um noch umzukehren. Oh, na gut. Was ist das für ein Licht? Woher kommt das? Freut euch alle, denn euch ist heute in Bethlehem der Erretter geboren, euer Messias, Jesus Christus. Nehmt dies als ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind vorfinden, in einer Krippe liegend und in Windeln gewickelt. Ich wusste es. Was hat der Engel damit gemeint, Großvater? Der Erlöser ist gekommen, Joel. Der Messias ist endlich da, wie es uns vorhergesagt worden ist. Ich muss sofort hin. Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Worauf wartet ihr noch? Wollt ihr es etwa versäumen? Nein, er hat recht. Wir wollen ihn ansehen. Uns auf den Weg. Ja, dann los. Genau wie du gesagt hast, Großvater. Er steht uns bei. Oh, was Gott versprochen hat, ist wirklich eingetroffen. Benjamin, kommst du nicht mit? Wozu? Um Zeuge deiner Einbildung zu werden? Gib es zu, du fürchtest dich davor, dem Messias zu begegnen. Tja, was für ein Unsinn. Ich habe genug falsche Propheten gesehen, bestimmt mehr als ein Dutzend. Das heißt, dass du Angst davor hast, zu glauben. Ich habe vor gar nichts Angst. Aber Vater, und wenn es nun dieses Mal wahr ist? Ich... Joel, was ich sagen will, ist... Na gut, ich komme mit. Und sei es nur, um zu beweisen, dass du Unrecht hast. Was wird mit den Schafen, Vater? Wir lassen sie zu Hause im Stall. Dort sind sie am sichersten. Dann könnte Mutter ja auch mitkommen. Ja, sie wird sich freuen. Na, wie schön. Das wird ein Familienausflug. Das ist überhaupt nicht lustig. Aua! Wahrlich, Joel. Du willst doch nicht zurückbleiben, oder? Nein, nein, Großvater. Gleich sind wir bei euch. Du hast gehört, was er gesagt hat. Bramble? Ja! Oh, Bramble, wie soll denn aus mir jemals ein Schafhirte werden? Schnell, Bramble, wir müssen sie einholen. Bramble? Bramble! Nicht schon wieder. Bramble, pass auf! Siehst du, ich hab's doch versprochen, dass ich dir immer beistehen werde. Genauso wie Gott versprochen hat, uns allen beizustehen. Oh, wie ich sehe, bist du müde. Ruhen wir uns ein wenig aus.
Was meinst du, was wird uns an der Krippe erwarten? Ob der Messias wirklich in Windeln gewickelt ist? Vielleicht ist die Krippe aus purem Gold. Was meinst du, Bramble? Wir werden es noch früh genug herausfinden. Hey, was ist los? Oh nein, ich bin eingeschlafen. Wie konnte das passieren? Oh oh, sie sind alle weg. Na, das wird mächtigen Ärger geben, Bramble. Bramble? Bramble, wir haben doch jetzt keine Zeit zum Spielen. Vater ist sicher in heller Aufregung wegen mir. Hm? Bramble, ah! Ich bin der schlechteste Schafhirte, den es gibt. Ich kann nicht mal auf ein Lämmchen aufpassen. Oh nein! Wölfe! Was soll ich denn jetzt nur machen? Du musst nur fest daran glauben, dass Gott immer bei dir ist. Sein Beistand gibt dir Mut und du musst dich vor nichts mehr fürchten, egal wie groß oder klein du gerade bist. Gottes Prophezeiung vom Messias hat sich erfüllt. Darum weiß ich, dass er immer bei mir ist. Na, 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 na. Lass Bramble in Ruhe, habt ihr verstanden? Lauf, Bramble, lauf weg! Ihr werdet schon sehen, was es heißt, kleine Lämmchen zu bedrohen. Wetten, dass ihr mich nicht kriegt? Ja. Wir haben es geschafft! Lass das, Bramble! Hör auf! Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber jetzt brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Wir wissen, dass Gott immer bei uns ist. Ja, es ist erstaunlich. Ich habe schon lange darauf gehofft. Habt ihr Joel gesehen? Wunderbar. Mein Sohn Joel, ihr müsst ihn doch kennen. Dort ist er doch, da vorne. Ich bin so froh, dass du da bist. Du musst ihn dir auch ansehen, Joel. Er ist... Na wie? Sag schon. Er ist einfach wunderbar. Sieh ihn dir selbst an, mein Sohn. Ich habe mich geirrt, Joel. Geh nur. Du wirst erstaunt sein. Ich zeig's dir, komm. Nicht so schnell. Joel, weißt du, ich wollte... Na was denn? Komm endlich zur Sache. Gut, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut dir leid? Wirklich? Ich war neidisch auf dich und dachte, ich könnte besser Schafe hüten als du. Das kannst du ganz bestimmt. Du hast nämlich vor gar nichts Angst. Oh, ich hab den allerbesten Bruder der Welt. Weißt du das? Oh. Worauf wartest du noch? Was ist denn das? Jeder hat den Wunsch, den Messias zu beschenken. Joel, na geh schon rein. Ich hatte heute Nacht so gut wie keine Angst, weil ich wusste, dass du immer bei mir warst. Ich würde gern wissen, ob er mich versteht. Er ist ja noch ein Baby. Ich heiße Joel. Hat er denn schon einen Namen? Sein Name ist Jesus. Ein schöner Name. Er gefällt mir wirklich sehr gut. Das Tuch ist von Vater. Das mit den Geschenken wusste ich nicht. Ich hab keins mit. Das Einzige, was ich verschenken könnte, ist Bramble, mein Lämmchen. Er ist manchmal etwas lebhaft und außerdem sehr neugierig. Aber er ist ein braves Lämmchen. Und darum wird Jesus ihn sicher lieb haben. Bestimmt, genauso wie ich. Jesus wird ihn ganz gewiss lieb haben. So gewiss, wie er dich lieb hat.
Ihr habt recht. Diese Nacht werde ich nie vergessen. Oh, wo ist denn Bramble? Ich habe ihn dem kleinen Jesus gegeben. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn. Also dann, machen wir uns auf den Weg. Joel, warte. Willst du für Jesus auf das Lamm aufpassen? Was, ich? Ich soll auf ihn aufpassen? Der kleine Jesus braucht einen guten Hirten, der Bramble behütet. Ich werde der beste Hirte sein, den es gibt. Das verspreche ich. Ein guter Schafhirte braucht seinen Hirtenstab. Danke. Maria hat gesagt, dass ich ein guter Schafhirte bin. Ja, das hat sie gesagt. Werden wir Jesus denn wiedersehen, Vater? Ja, mein Sohn. Von nun an wird er immer mit uns sein, was wir auch tun werden. Weil er unser Hüter ist, richtig? Deiner, meiner, von uns allen. Vergiss nicht, Joel. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er leitet mich auf rechten Pfaden, weil er der gute Hirte ist.